Okay. Kohlenhydrate sind in Ordnung. Ah, da leuchtet schon das Smiley. Aber wie kommen wir jetzt hier ran? Ein Hindernis nach dem anderen. Tja. Zum Klonlabor. Und nun Konsole. Ah, okay. Wasser, Eiweiß, Fett. Es ist genug Wasser für einen Klon im Tank. Es ist genug Eiweiß für zwei Klone im Tank. Es ist genug Fett für zwei Klone im Tank. Es sind genug Mineralstoffe für einen Klon im Tank. Es sind genug Kohlenhydrate für zwei Klone im Tank. Wir können mindestens einen Klon machen. Ein Organon, ein Hermes, ein Rufus. Das kommt nicht in die Tüte. Ich bin einmalig. Du, mehr oder weniger. Gut, ich weiß, worauf es hinausläuft. Wenn ich doch nur wüsste, was der Kerl mit dir vorhatte. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Stößt sich schon wieder rein, oder was? Nicht! Das ist doch zum Mäusemelken. Wir müssen ihn aufhalten, Suizid zu begehen. Ich habe ein Kissen. Können wir vielleicht von hier unten an die Kissen ran. Zu dumm, dass ich nicht rankomme. Warum sind ausgerechnet die guten Sachen immer unerreichbar? Schwur. Olivenöl. Zu dumm, dass ich nicht rankomme. Warum sind. Tja. Stickkarte. Noch ist nicht aller Tage Feierabend. Wir haben eine Stickkarte. Was denn? Immer noch kein Feierabend? Das muss wohl daran liegen, dass die Löcher vom Arbeitsantritt schon wieder zugewachsen sind. Was machen wir jetzt mit der Steckkarte? Also bitte, hier ist ein bisschen mehr Respekt vor dem Wunder des Lebens gefragt. Tja. Karte. Zu dumm, dass ich nicht dran. Warum sind auch. Können wir die irgendwie aufhebeln oder irgendwie. Was denn? Was muss. Was denn? Was muss wohl. Wir haben eine Steckkarte. Na, der Koch hat jedenfalls schon Feier. Ja, zum Klonlabor. Sie hat bereits ausgecheckt. Tja, zum Rohr. Vielleicht können wir da. Blöde Idee, aber vielleicht. Einmal entwerten, bitte. Danke. Sehr schön. Was rum uns das jetzt bringt. Ich versuche mal was. Gestempelte Stechkarte.
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben einen neuen Überstundenrekord aufgestellt! Damit Sie sich immer an diesen schönen Augenblick erinnern können, erhalten Sie eine tolle Gratifikation. Knoblauch! Denn gerade im Alter ist Knoblauch gut fürs Gedächtnis. Und Ihren Überstunden nach zu urteilen, sind Sie jetzt sehr alt. Viel Spaß bei Ihrem verdienten Feierabend. Aha. Eine Gratifikation. Knoblauch. Das werde ich mir merken. Das können wir gebrauchen. Jetzt können wir hier durch. Sehr schön. Kissen können wir noch nicht nehmen. Aber wir können das Jodsalz nehmen. Zum Glück gibt's bei Salz kein Verfallsdatum. Sonst würde ich ja bei dieser rostroten Farbe ein bisschen skeptisch werden. Im Bisswarentür. Vielleicht erstmal da rein. Keine Chance. Sie ist total zugerostet. Ein Hindernis nach dem anderen. Wir haben ein bisschen Olivenöl. Wer sagt's denn? Es hat tatsächlich funktioniert. Unfassbar. Kann es sein, dass ich gerade tatsächlich einen Verwendungszweck für Oliven entdeckt habe? Das kann sein. Jetzt nehmen wir das Sojosalz mit. Und wir nehmen das Pyrofix mit. Pommesbeutel. Frittenfett. Einfach so in die Tasche gesteckt. Das Frittenfett. Ja gut, versuchen wir mal hier ein bisschen Fett. Das wird lecker. Glaube ich nicht. Ein bisschen Knoblauch. Also bitte, ich suche hier nach den Bausteinen des Lebens und nicht nach den Zutaten für einen Feldsalat. Ja gut, hätte sein können. Pommesbeutel. Endlich kommen wir zu den Grundbausteinen des Lebens. Pommes. Sehr gut. Plörofix. Plörofix ist eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel. Es gab Monate, da habe ich mich von nichts anderem ernährt. Kommt mir bekannt vor. Jodsalz. Wie sagt man doch so schön? Was du frisst, das bist. Aha. Sieht doch schon gut aus. Es fehlt immer noch ein Schalter. Wasserspender. Na, ob das wirklich noch gut ist? Ah. Ich wusste okay. Doch, dass mit der Plörre was nicht stimmt. Außer der Wasseranzeige ist auch die für Mineralstoffe gestiegen. Bah, wurscht. Auf diese Weise habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und Eiweiß, wo kriegen wir das jetzt her? Knoblauch. Also bitte, ich suche hier nach den Bausteinen des Lebens und nicht nach den Zutaten für einen Feldsalat. Eiweiß, wo kriegen wir jetzt Eiweiß her? Machen wir das Schnabeltier-Ei. Ah, natürlich. Natürlich. Wie auch sonst. Wir haben doch Knoblauch. Theoretisch müsste doch jetzt, da das ja ein Vampir-Schnabeltier ist, so kämen wir doch ans Ei ran. Knoblauch. Na, mein Kleines, hast du Hunger? Wobei, ach egal, friss. Ups. Goldig. Oh. Mundgulli. Ein Mundgulli schnabbelt hier. Es sieht zwar drollig aus, aber es hat einen infernalischen Mundgeruch. Oh, das arme. Das arme Schnabeltier. Gut, das hat einen Schnabelgeruch. So, wir haben Schnabeltier-Eier. Ab damit in den Trichter. Und da hätten wir Eiweiß. Zum Glück gibt's keine Anzeige für den Cholesterinspiegel. Das wäre schlecht. Und wo wir jetzt alles zusammen haben,
zurück zum Klonungsapparat. Klonlabor. Konsole. Rufus. Es ist genug Wasser für 3 Klone im Tank. Es ist genug Eiweiß für 3 Klone im Tank. Es ist genug Fett für 3 Klone im Tank. Es sind genug Kohlenhydrate für 3 Klone im Tank. Es sind genug Mineralstoffe für 3 Klone im Tank. Diese Anzeige ist anders, was die wohl zu bedeuten hat. Aber solange sie grün leuchtet, wird schon alles in Ordnung sein. Okay, 3 Klone. Na dann mal. Das kommt nicht in die Tüte. Ich bin einmalig. So, mehr oder weniger. Na dann mal. Oh nein, besten Dank. Von diesen Typen gibt es wirklich schon mehr als genug. Na dann mal. 3 Hermes? Ach du Schreck. So ein Mist. Stopp! Synchronsterben. Hey, was soll das? Wartet auf mich! Ach, verdammt! Wir haben einen Hermes. Hermes der Dritte. Warum lässt du mich nicht einfach gehen? Tja, jetzt siehst du mal, wie das ist. Ja, aber was willst du denn noch? Du hast es doch selbst gesagt. Alles ist verloren. Das dachte ich auch. Aber dann habe ich Goal gefunden. Was hattest du mit ihr vor? Kann man sie noch retten? Ach, du kennst das Mädchen? Sie fiel kurz nach dir vom Himmel. Ihr Gehirn war noch nicht ganz tot. Der Rest war ziemlich hinüber. Darum habe ich einen Klon angefertigt. Er hat lange genug überlebt, um einen kompletten Scan durchzuführen. Hier, damit lässt sich deine Freundin klonen. Auch wenn ich nicht weiß, was das bringen soll. Eponia ist verloren. Lass das mal meine Sorge sein. Okay. Ironie des Schicksals. Er nahm mir den Respekt vor dem Leben. Und ich habe ihm in den Arsch getreten. Erst warst du der Schwarzseher und jetzt bin ich es. Hast du gemerkt, wie wir eben die Rollen getauscht haben? Versau's nicht, okay? Erst warst du... Versau's nicht. Okay, wir haben Golds Scan auf einer Datasette. Ach, diese Datasetten. Hier in Deponia. Ich werd bekloppt. Golds Scan. Ich habe die Datasette mit ihrem Körperscan. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Konsole? Passt, wie gemalt. Goal. Aber wir haben nicht die Mineralstoffe. Diese Anzeige ist anders, was die wohl zu bedeuten hat. Eine Goldknurk klonen. So, dann mal rein ins Vergnügen. Ich rette dich, Goal. Was ist denn jetzt schon wieder? Da geht doch irgendwas in die Hose. Was tust du? Rate mal, ich rette Goal. Aber so doch nicht. Da ist ja gar keine Nukleinsäure mehr in der Maschine. Naja. Bei dir hat's ja auch ohne funktioniert. Schnell! Brich das ab! Die Rohre überhitzen! Und schlägt noch die ganze Maschine um die Ohren! Nein! Goal! Oder? Sie war nicht komplett ausgereift. Es liegt an der fehlenden Nukleinsäure. Baby Goal. Wo ist sie geblieben? Das Rohr führt in die Kanalisation unter Porta Fisco. Ach, es tut mir leid, Rufus, aber es sieht so aus, als sei deine Freundin endgültig verloren. Nein, sie lebt. Ich kann sie noch retten. Tja, ich hätte noch einen Vorrat an Nukleinsäure. Damit könntest du sie theoretisch noch nachträglich ausreifen lassen. Aber was ist mit Deponia? Das letzte Hochboot kann jeden Moment in Richtung Elysium starten. Du kannst nicht gleichzeitig Goal retten und den Aufstiegszoll erreichen. Und selbst wenn...
Die obere Aufstiegsstation ist das Hauptquartier des Organon. Alleine kommst du niemals da rein. So alleine bin ich nun auch wieder nicht. Meine Freunde vom Widerstand sind in Porta Fisco. Sie werden den Organon ablenken, während ich mich mit Goal auf das Hochboot schleiche. Und wer gibt ihnen Bescheid? Wer rettet Goal? Wer hindert Argus daran, in der Zwischenzeit mit dem Hochboot abzulegen? Du kannst nicht alles machen. Die Zeit reicht nicht aus. Da müsstest du dich schon dreiteilen. Und selbst wenn... Dreiteilen? Du bist sicher, dass du das wirklich durchziehen willst? Es ist nicht mehr genug Biomasse für 3 Klone in der Kammer. So erfülle ich wenigstens doch noch einen Zweck. Du bist schwer in Ordnung, Hermes. Lass uns nicht sentimental werden. Hast du die Nukleinsäure dabei? Nukleinsäure? Check. Sehr gut. Denk daran, dass sie nicht mitgeklont wird. Nur einer von euch dreien wird sie nach dem Vorgang dabei haben. Keine Sorge, Hermes. Ich habe alles verstanden. Du kannst dich auf mich verlassen. Tja, ich hoffe nur, dass deine Konstruktion mit den Sandsäcken funktioniert, wenn der Hebel nicht betätigt wird. Es wird funktionieren. Das muss es einfach. Na dann. Oh, feier. Lass uns lieber keine Zeit verlieren. 3, 2, 1. Okay. Verdammt. So viel dazu. Na tolle Wurst. Das Vampir-Schnabeltier, Kind. Hey, es hat geklappt! Ja, und jetzt? Errungenschaft freigeschaltet, alle guten Dinge sind 3. Ach du Schande, 3 Rufus. 3 Rufusser. Oder wie ist die Mehrzahl von Rufus? Oh nein, ich vermute schon, worauf das hinausläuft. Die letzte Antwort. Einer von euch beiden muss die Rebellen für einen Überraschungsangriff zusammentrommeln. Am besten du. Hä? Wieso denn ich? Ich gehe zur Organon-Hauptverwaltung und versuche, den Start des Hochboots hinauszuzögern. Ich hab's zuerst gesagt. Nein, ich! Ich gehe in die Kanalisation und rette Goal, aber das ist mein Job. Nein, meine! Ich muss Goal retten. Ich habe die Nukleinsäure. Nein, ich! Aber Hermes hat sie mir gegeben. Nein, mir. Wir können ja nachgucken. Dann werden wir es ja sehen. Gucken wir nach. Ach du Schreck. Einer von diesen beiden Nulpen hat die Nukleinsäure. Aber welcher? Oh Mann. Ich wünschte, ich könnte jetzt irgendwie in sie reingucken. Zum Beispiel durch ein neues, cooles Interface-Element am unteren Bildrand. Ein neues, cooles Interface-Element am unteren Bildrand. Nukleinsäure. Ah, wusste ich's doch. Ich habe die Nukleinsäure. Also bin ich auch derjenige, der Goal retten darf. Na dann. Ich wusste es. Das heißt dann wohl, ich rette Goal. Nicht so schnell. Hey. Hey. Zu ihm wechseln. Hey, hört auf mit dem Unsinn. Hey, hört auf mit dem Unsinn. Sonst hat gleich keiner mehr die Nukleinsäure. Hey, hört auf mit dem Unsinn. Tja, wenn 2 sich streiten. Oh, Schreck. Ich wollte gerade sagen, hat keiner die Nukleinsäure. Na, tolle Wurst. Drei Rufusser. Oh wei. Oh,
Rufus, ein Klon? Boah, ein dicker Hund. Nun ja, dunkel. Was ihm hier zu Ohren kam, war schon allerhand. Doch nun krempelt schon mal eure Ärmel schoner hoch, weil für Deponia ja noch Hoffnung bestand. Es sah zwar noch duster aus, doch einer muss ja nun mal am Tunnelende die Glühbirnen weg. Sinn und weil viel zu tun war, stieg er in den Klonapparat. Zu dritt schafft man dreimal so viel weg. Hussa, dreimal so viel Dreck. Weg! Es muss weg heißen! Ach, Mann! Deponia. Goodbye, Deponia. Mit dem Zwingfürst. Tja, jetzt auf diesem Kanal im Let's Play. Ja. Goal? Bist du das? Was ist das so viel Dreck? Goal, wir müssen vorsichtig sein. Wer weiß, was für gruselige Viecher hier in der Dunkelheit lauern.